Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Versuch, Chuchu Charles, den verdammten Gauner im Albtraummodus zu besiegen. Leute, ich tue es schon wieder, ich bin da. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich muss einmal ganz kurz gucken, ob meine Instagram-Story hochgeladen ist. Das muss ich einmal overwatchen, weil, Freunde, heute verlose ich wieder Autogrammkarten. Falls ihr jetzt sagt, so, ihr seht das vielleicht auch im Nachgang, so, was, Bruder, Autogrammkarten? Was kostet das? Digi sind umsonst. Ich verschenke die regelmäßig für meine Follower auf Instagram. Und jetzt kommt ihr wieder und sagt, nee, ich hab doch gar kein Insta, denn oh Mann, oh. Ja, Digga, dann frag mal deine Eltern. Frag deine Eltern, ob die kurz vorbeikommen. Zeig denen genau das hier, zeig in den Livestream. Deine Eltern sollen Instagram kommen, sollen für dich schreiben, Jojo, Bre, ich hätte gerne eine Autogrammkarte. Kriegen wir das hin, die geht auf meinen Nacken, kostet gar nichts. Okay? Ansonsten, meine Freunde, habe ich euch den WhatsApp-Gruppenlink hier reingetan. Da habe ich nämlich schon heute die Leute auf WhatsApp 2 Stunden vorher vorgewarnt, dass heute um 12 Autogrammkartenverlosung kommt. Das ist der Vorteil, wenn man mit Denno in der WhatsApp-Gruppe ist. Und ja, auch nochmal zur WhatsApp-Gruppe. Eure Nummer ist da nicht sichtbar. Alles entspannt, alles sicher, alles safe. Ich sehe die auch nicht. Nummern sind komplett anonym. So, jetzt mache ich mir erstmal ein Döschen auf, weil heute wird intens. Leute, wie geht's euch? Oh ja, Mann. Der war auch wichtig jetzt. So, das war der Rülpser der Vergessenheit, um in den Albtraummodus reinzusliden. Wisst ihr, ich mein? Gut. Ich bin bereit. Chuchu! Zeig mal, was du kannst! Okay, zeig's mir nicht. So, ich, Leute, kennt ihr den ernsten Modus? Wenn man Pullover auszieht, kennt ihr das? Eins im Chat, wer das kennt. Der ernste Modus beim Zocken. Der ernste Modus. Warum gehst du nicht auf Twitch live? Ab November wollen wir das tatsächlich simultan machen. YouTube und Twitch, beides gleichzeitig. Alter, was ist denn hier los? So. Alter Mann. Seid ihr bereit, Leute? Ich muss einmal hier kurz nebenbei so. Oh, 300 Zuschauer wieder. Jo, Leute, was geht denn bei euch ab? Ach so, schöne Grüße von IDZock, by the way. Wir haben gestern das Finale von Backrooms fertig gedreht. Es kommen noch 2 Folgen, keine Sorge. Aber nächste Woche ist erstmal Feierabend mit dem alten Backrooms-Projekt. Nur für die Leute, die es interessiert. Lasst mal ein Like da, ihr Gauner. Bro, 300 Zuschauer, Digga. Keiner drückt mal Daumen hoch. Ja, alter Mann. Kannst du aufhören zu reden? Wäre nice. Ist das wirklich Chuchu Charles 2? Siehst du die Grafik, Bro? Es gab ein Update. Es gab ein fettes Update. Chuchu Charles ist aggressiver, gefährlicher und unberechenbarer. Wir haben ein absolut großes Problem und wir haben nur ein einziges Leben. Wir sind dead, wenn wir dead sind. So ist es nämlich. Und es gibt einen Erfolg auf Steam, den haben 0,1% aller Spieler, wenn man Chuchu Charles besiegt. So. Und ich sage euch heute Folgendes, ne? Wir könnten vielleicht sogar heute länger zocken. Wenn ich ihn in 1,5 Stunden nicht packe, also bis um 18 Uhr, dann überlege ich mir, ob wir noch Denno Uncut live gehen. Denno Uncut rein, Yalla, Digga, Heide, Stream machen. Oh, Bruder, auf zu reden, Mann. Ich weiß doch, wo das hier alles ist. Das ist immer ein bisschen nervig, dass man das nicht skippen kann in den Anfang. Trink meinen Kaffee. Möchtest du auch was haben? Benny. Ja, gerne. Was knackt hier schon wieder so? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt einfach loslauf? Bis, keine Ahnung, Leute. Bis hierhin so, sag ich mal. Was ist, wenn ich jetzt einfach dahin laufe? Bin ich dann tot? Weil ich bin ja noch nicht mit... Ja, ich kann nicht weiterlaufen. Es ist... Oh, Leute. Wer kennt sie nicht? Die unsichtbare Wand. Ha. Spiel mal Chuchu Charles mit IDZock. Siehst du, dass man das Game zu zweit spielen kann? Ich nicht. Chuchu Charles Playtime oder was? Good on
So, wir müssen einmal kurz an die Gun ran. Alles cool, er ist schon ready und wir können losfahren. Alles klar, Leute. Yalla! Yeah, baby! We're coming for you, Charles! Okay, Leute, Tutu Charles kommt. It's him! It's him! Get the gun! Jetzt kriegen wir Damage. Und der Bre ist dead. Jetzt ist der OP dead. Naja. Wir fahren weiter, Diggi. Wir fahren weiter. Also, Tutu Charles super gefährlich. Ihr wisst es, wie es ist. Wir müssen strategisch an diese ganze Sache rangehen. Ich muss jetzt einmal schauen. Hier vorne ist ein Camp. Da müssen wir als erstes hin. Wir müssen jetzt erstmal das Camp machen. Was ist hier? Wir könnten rein theoretisch noch nach oben laufen, aber da liegt nichts, denke ich. Gleich in der Nähe vom Camp, das ist schon mal gut. Dann müssen wir vielleicht hier rumfahren und dann wieder zurück, denke ich. Also Freunde, ich habe ein einziges Leben. Wir dürfen Tutu Charles nicht bekämpfen, wenn wir noch nicht stark genug sind. Wann können wir ihn schaffen? Der Plan. Ich habe mir einen Plan gemacht, Gedanken gemacht, okay? Ihr wart doch gestern selber dabei. Was ist der Plan, Chat? Ich habe mir keine Gedanken gemacht, natürlich. Ihr kennt mich doch. Chat, was ist denn der Plan? Was ist der Plan? Alles upgraden rein? Oder wie machen wir es? Weil man hat gemerkt so, Stufe 10 Panzerung, guck mal. Wir haben ja Updates hier, ne? So, die wir halt nehmen können. Und ich denke mir so, also unter Damage 10, unter Damage 9, also mindestens 9 müssen wir sein, mindestens. Denkt mal. Heute ist aber ganz wild. Denkt mal einfach, bisschen so nach. Wir verbrauchen super viele Ressourcen pro Fight. Für jeden Kampf verlieren wir Ressourcen. Und Tutu Charles, das ist eine ganz dicke Nummer. Ist das nicht mit viel Arbeit zu tun, 7 Kanälen, Denno? Ja, schon. Aber guck mal, einer davon ist ja gar nicht aktiv. Gar nicht. Null. Da läuft ja nichts. Danny Smash. So, der wird jetzt erst aktiv genommen, wenn ich die anderen Kanäle zuverlässig im Griff habe. So. Und das ist gerade nicht der Fall. Ich mache jetzt Roblox erstmal fresh. Der soll als nächstes kommen. Wobei Denno Uncut ist ein bisschen... Ich mache mir aber auch keinen Stress, Leute, dass ich jeden Tag ein Video auf jedem Kanal hochlade. Das merkt ihr ja schon auch auf dem Hauptkanal. Manchmal kommt auch ein Video nicht. So, wenn ich halt merke, Digga, ich habe gerade keinen Content oder so, dann lade ich auch lieber keine Videos mal hoch, anstatt zweimal irgendwie was, was ihr vielleicht gar nicht so cool findet. So. Yo, Bre. Was geht? Ich brauche deinen Schlüssel, ich muss in deine Scheune gehen, ich will alles haben, was du hast. Wir gucken mal, Leute. Finden wir hier irgendwo Schrott? Nix. Bruder, er hat den Geizmodus an. Nicht ein einziges Schrottteil. Scam, Alter. Ich hau dir eine rein, Mann. Nicht cool, Freunde, nicht cool. Digga, wie ist es? Ja, aktuell ist es noch gut. Wir sind in der Anfangsphase. Wenn wir sterben, müssen wir von vorne spielen, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Wir haben ein einziges Leben. Ich habe schon eine Idee, wie wir Tutu Charles packen. Aber so einfach ist das nicht. Ich muss upgraden, ich muss ihn ausweichen, ich darf nicht so oft mit ihm kämpfen, weil er klaut uns sozusagen immer diesen Schrott, den wir hier haben. Und wenn wir in einem Kampf sind und der uns überrascht und wir sind nicht vorbereitet, haben nicht mindestens 50 Schrottteile, dann sind wir RIP, Leute. Dann sind wir dick, dick abgerippt. So, ich guck mal. Wie sieht's aus? Erste Mission haben wir weg. Wir könnten nochmal die Mission hier gehen. Fraglich ist, was man hier machen muss. Ist das die Gurkenlady? Digi, das ist 100% die Gurkenlady. Da fahren wir hin. Wir fahren zur Gurkenlady, dann fahren wir zurück. Lass dich nicht stressen. Wir freuen uns von dir zu hören. Bist ja auch ein Mensch. Ja, aber ich würde doch gerne lieber eine Maschine sein. Ich will noch mehr Videos machen. Ich habe schon richtig Bock auf englische Videos, Leute. Da sehe ich mich auch. Ich liebe einfach Videos machen, versteht ihr? Ich muss einfach mehr Videos machen. Immer mehr. Wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, wenn ich nichts zu tun habe, nicht weiß, was ich machen soll, Videos. Straight up. Fahren wir mal zur Gurkenlady, ne? Pass auf bei, ich hoffe, du hast einen guten Livestream, denn Pia, bis dann. ID-Folge läuft auf meinem TV. Welche Folge denn?
Denn nur bei mir ist Werbung. Kann aber nur... Es gibt eine Werbung am Anfang des Streams, Leute. Ne? Das ist klar. Und das ist auch nur so, weil... Digga, das kostet ja auch Geld, wenn ich stream, okay? Und eine Werbung vorm Stream muss sein. Ihr habt aber bei mir das Glück, und das ist, glaube ich, auch nicht überall so, bei mir läuft im Stream keine Werbung. Und ich hoffe, dass YouTube das auch niemals einführt, dass das Pflicht wird. Okay. Ich kann in ihre Bude rein. Das ist die Gurkenlady, ne? Leute! Sagt Hallo zur schönen Maus hier draußen. Hi! Na? I need my pickles! Ich brauche meine Gurken! I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles left on the island. I would have gotten them hours ago, but I... Someone else on the island... Oh, oh. Ich kann da noch nicht hin, weil ich Dietriche brauche. Das heißt, ich muss zu dem Typen, der Dietriche hat. Ja. Das wird uncool. Ich habe aber eine andere Idee. Eine sehr riskante Idee, Leute. Wir gehen natürlich erstmal in... Nee, die Bude wollen wir nicht. Wir gehen hier nachher hin zum Seeungeheuer. Kennt ihr das Seeungeheuer, Leute? Es gibt hier ein Monster im Fluss. Das werden wir heute besuchen. Wie das läuft, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Aber ja. Ich werde mal die Geschwindigkeit vom Zug hochsetzen. Safe, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Wir müssen eh Upgrades farmen. Und Reparatur mache ich, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr. So, also der Rückwärtsgang geht eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, dass wir auch noch schneller werden. Wir brauchen halt einfach Geschwindigkeitsstufe 10 auch gegen Chuchu, ne? Man kann Chuchu Charles auf der Karte sehen. Echt? Sag bloß. Ich sehe den aber nicht. Nö, den sehe ich nicht. Okay. Einmal hier das Gleis wechseln, Leute. Und jetzt nehmen wir Kurs auf die nächste Road. Die Gurkenlady machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe die Gurken gegessen, sorry. Wir könnten nachher hier. Hier könnten wir zur Gurkenlady rüberrennen, wenn wir da sind. Aber da haben wir auch noch einen weiten Weg vor uns. Das Ding paced echt gut durch, ne, muss ich sagen. Wir sind richtig schnell unterwegs. Wenn er kommt, dann kann... Was? Dann kann... Dann in die Krat und ranzoomen. Wie, was? Ranzoomen? Denn das Monster braucht einen Namen. Welches? Du meinst das Seeungeheuer? Also unser Zug, haben wir gestern gesagt, heißt Bob. So, das ist schon mal ganz cool. Jetzt schon Chuchu-Teils hier. Kann ich ihn auf der Karte sehen? Hui, da war er gerade, Leute. Ich brauche halt noch genügend Schrottteile. Sehe ich ihn auf der Karte? Ich sehe ihn nicht. Das ist Quatsch. Man kann Chuchu nicht auf der Karte sehen. Wir müssen hier hin. Da müssen wir hin. Wir brauchen diese Schrottteile. Ich muss die mitnehmen. Die Mission ist super wichtig für uns. Solcher. Was macht er denn da hinten? Chuchu Charles ist genau da beim Seeungeheuer. Freunde. Er ist genau da. Ich lauf hin. Okay. So, ich bin jetzt hier bei der Hexenlehrerin. Problem ist, Leute, wir gehen jetzt zum Seeungeheuer rein, okay? Wir brauchen die Teile, die wir hier finden.
So. Und wir kriegen ja Teile für die Mission. In dem Haus hier sind wir schon mal safe. Das ist ganz gut. Aber hier vorne ist ein eklig, ekliges Ungeheuer drinne. Und ich weiß nicht, was es macht. Ich muss jetzt einmal kurz gucken. So, ich schau mal, Leute. Hm. Ja, nee, das ist irgendwie ein Rezept oder so mit irgendwie Fleisch, was richtig uncool ist. Ich nehme mal hier noch Teile mit. Sag mal, sind hier noch mehr Teile? Das wäre optimal, wenn hier noch Schrottteile wären, die wir mitnehmen könnten. Wir müssen mal die Gegend scannen. Hier auf der Insel sind auf jeden Fall noch ein paar. Hier mitten auf der Insel. Da sind auch noch Schrottteile. Hierhin ist da vorne sogar noch. Da aber nicht. Okay. Gut, ich laufe mal bis da vorne hin. Wir haben noch Schrottteile gefunden. Wir müssen alle Schrottteile nehmen, die wir kriegen können. Jedes Upgrade durchhämmern, was geht. Noch eins. Hier ist schon mal nichts, aber da ist noch eins. Okay, wieder auf dem Weg zurück. Gut. Das ist schon mal eine geile Taktik, Leute. Wir gehen jetzt mal gucken, was sie sagt. Hello, darling. Hallöchen, Süße. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. I smell a carcass on the island, although you'll keep an eye out for him splashing around. Okay, Leute. Also, wenn er mir zu nahe kommt, dann müssen wir stillstehen. Okay? Dann macht er nichts. Es gibt hier ein Monster in diesem Sumpf. Ich muss jetzt bis zur anderen Insel rüber. Ted! Gott. Da oben ist er. Oh mein Gott! Wie schnell war der denn? Kann ich ihn sehen? Ja, es geht. Theoretisch könnte ich ihn auf der Karte sehen. Das ging aber nur ganz kurz, Leute. Okay. Ich muss später wieder zu meinem Zug zurück. What the? Junge, was läuft denn hier? Ich weiß halt nicht, ob Juju Charles bis rüber zu dieser Insel kommt, ne? Tipp, geh auf Waffen, damit kannst du ihn besser besiegen und kommst dadurch wiederum weniger Schaden. Ja. Hast du recht. Ich denke aber, Amon, Geschwindigkeit müsste ja aber auch was bringen, oder nicht? So. Denn wenn du das siehst, ich will dir sagen, dass du der Beste bist, Bea. Du bist die Beste. Leute, ich geh rein ins Seeungeheuer, let's go! Da ist es. Oh mein Gott, ist der da dran! Okay. Ich glaub nicht, dass das... Digga, ich muss jetzt bis darüber laufen mit diesem Viech hier drinne. Oh nee, Mann. Ich bin direkt tot. Scam! Chat! Was kann der Zug noch alles? Was kann der Zug noch alles? Hashtag Scam. Was kann der noch alles? Hab ich doch gesagt. Eddie, schön für dich. Schön für dich, dass du Backseat-Gamer bist. So.
Bruder, am besten setz dich bis da nach ganz hinten und sag, ich hab's dir doch gesagt. Ist ja schön, aber ich weiß es nicht, Digga, weil ich zock das Game. Verstehst du? Ich guck mir das Game ja nicht vorher irgendwo an. Bruder. Eddie, so, Leute, Eddie, so. Ja, so. Ganz weit hinten, der Backseat-Gamer. Ja, Bro, ich hab's dir doch gesagt, Mann. Das war einfach Scam. Wir wurden gescammt. Okay, neuer Versuch, neue Strategie. Chat, was sagt ihr? Was machen wir? Was machen wir? Chat, was machen wir? Mann, der macht mich wütend. Was wäre, wenn wir... Moment mal. Wir sind das falsch angegangen. Was wäre... Hör auf zu reden. Hör auf zu reden, Opa. Opa, hör auf zu reden. Ihr habt eine Idee. Ich sag euch gleich. Vielleicht erst das mit dem Wasser machen? Nein. Wir fahren immer vorwärts, Leute. Wenn Chuchu Charles kommt und den Opa hier gleich rippt, der die ganze Zeit am Reden ist, also ganz ehrlich, rippt, Digga. Also, wenn er das macht... Dann fahren wir einfach mal rückwärts. Wir fahren einfach mal nicht hier lang. Da so. Digga, wir fahren einfach mal hier lang. Hier so. Und nehmen die Wege. Bam, hier mit. Zack, darüber. Weißt du, ich mein? Wir bauen hierüber Missionen auf. So würde ich es machen. Ist das Gönnergy, was du trinkst? Ja, ja. Hab bekommen. Muss ich nicht mal bezahlen. Obwohl, doch, Digga, den habe ich mir sogar gekauft. Das war die letzte Dose bei uns im Markt. Und ich fand den gelben eigentlich schon ganz nice. Ja, andere Strecke, das ist auch eine Idee. Ja, ich denke auch, ne? Leute, wollen wir mal rückwärts fahren? Wir gehen einfach mal das bisschen anders durch, habe ich mir so überlegt. Weil wir denken da vielleicht auch einfach zu beschränkt. So, ah, ich muss immer den gleichen Weg machen, die Strategie noch besser ausbauen. Aber vielleicht muss man auch mal eine ganz andere Strategie benutzen. Wisst ihr was? Ich hab geschnackt, ne? Ich hatte gestern einen Call mit YouTube, Leute. Die haben gesagt, nächstes Jahr, ich mache vielleicht ein Interview für andere YouTuber. Denen mal zu zeigen, wie man 7 Kanäle managt. Bro! Was? Good on you. Ich, Digga, soll anderen YouTubern erklären, wie sie den Job machen? Wie cool ist das? Sag mal. Opa, ich weiß, wie man fährt. Mann, ey. Wo kann man Gönner denn kaufen? Also erstmal, das ist halt ein Energy Drink. Immer aufpassen mit. Sollte man in Maßen trinken. Okay, Leute, dritter Punch. Und was passiert, wenn wir jetzt zurückfahren? Dankeschön für 2 Euro an Kilian Paul Krücken. Kuss. Moment mal. Chat, ich will einmal was schauen, ob hier Stuff ist. Ob hier irgendwie Stuff jetzt ist. Oder ob hier halt tatsächlich nichts liegt. Man hatte so das Gefühl, dass gerade am Anfang hier einfach nichts liegt. Aus Gründen. Aber hier vielleicht doch dann später was liegen könnte. Nö, das ist nicht der Fall. Dann mal zurück. Ich bin seit 3 Monaten in der Roblox-Gruppe, freue ich mich. Ich wurde letztens auf Roblox gebannt, Digga, weil die Leute mich verpetzt haben an Roblox. Anscheinend sind Giveaways von Robux nicht legal. Ist mir zwar egal, weil ich mache das trotzdem. Auch an Roblox, falls ihr das seht, ich verschenke meine Robux an meine Community. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und mich wieder in Roblox-Knast stecken, ist mir egal. Ich mache das trotzdem. Übertreibt man nicht eure Lage. Ich wurde dafür gesperrt, Digga, dass ich in meine Roblox-Gruppe geschrieben habe, dass ich Robux verschenke. Krass. Oh, warte mal, hier ist eine Kiste.
Oh, die hat gegönnt. Die Kiste hat sehr krass gegönnt. Ich gehe mal von hier aus vielleicht einfach mal straight darüber, würde ich sagen. Vorher mache ich aber noch dickes Upgrade. Und zwar Waffe Tempo. Wir gehen Waffe Tempo. Auf ganz wild angelehnt. Was haben wir hier? Was ist das? Bin ich, Mann? Oh, was? Das kenne ich. Oh, das ist ein Kletterparcours. Oh, der macht so Bock, Alter. Da kann Chuchu Charles mir auch nicht auf den Sack gehen. Jo, was geht? Ich laufe nach oben, kein Ding. Ja, Ronny, ist doch gut, ich lauf. Ronny, rede nicht so viel. Danke. Okay, Leute. Müssen einmal hier hoch. Das wird clean und easy. Trust me. Okay, vielleicht nicht ganz. Moment mal, wie müssen wir denn überhaupt laufen? Wir könnten natürlich auch von der anderen Seite mal anfangen. Okay, hier, die Tür geht auf jeden Fall auf. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt, hier können wir anfangen. Drei Teile haben wir schon bekommen. Zählt mal mit, wie viele Teile uns diese Mission bringt. Die Info ist wichtig. Vier Teile. Wir müssen das später einplanen, das wisst ihr, ne? Weil wir Strategie hier machen. Ihr müsst die Teile mitzählen. Aha. Oh, eine Farbdose. Sehr gut. Sehr gut. Okay, fünf Stück. Ich habe gerade gesehen hier, Chefkoch. Kevin auch am Start. Aha, okay. So, was haben wir noch? Hier oben können wir nicht weiter. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich können wir über die Kisten hoch. Si, Senor. Sieht gut aus. Alright. Oha, Alter. Das ist nicht schlecht. Wir sind fast oben. Wir müssten eigentlich nochmal rüberspringen. Direkt zwei Teile sogar bekommen. Laura, danke schön. Vielen Dank für 1 Euro. Kuss geht raus. Sprung rüber. Ah, das tat ein bisschen weh, aber alles auf Lock, meine Freunde. Ich könnte jetzt hier runterspringen. Nochmal zwei Teile gerade eingesackt. Ich weiß halt nur nicht, ob wir da rüberspringen können. Ob da noch was ist. Sollen wir es probieren? Wir könnten halt sterben, ne? Ich mach's. Okay, ich bin rübergesprungen. Aha, noch ein Teil. Noch ein Teil. Die Tür geht auch nicht auf. Da ist ein Schrank. Okay. Jetzt habe ich... Wie viele habe ich gefunden? 14? Chat, ist das proved? 14 Stück? Ist das safe? Ihr nehmt mich jetzt nicht hops, weil das ist gut, oder? Ist es proved? 14 Stück. 13. Die Geister scheiden sich hier. 13 und 14. Na, was denn jetzt? 13 und 14, sagt ihr. Es waren 13. Da wird schon einer sauer. Hypersonic. Mann, Leute, könnt ihr nicht zählen oder was? Mathematik. So. 13 Stück. Ich guck. 14 haben wir jetzt. Wir haben 14. Hatten wir überhaupt noch eins übrig? Nee, ne? Wir hatten direkt 6 Teile und haben 2 Upgrades gemacht und waren auf 0, oder? Das heißt, wir haben 14 Stück. Tja, da hat mal einer gerade richtig reingeschissen. Wie viel kriegen wir von ihm? 14 plus... Bro, du hast mir einen Teil gegeben, Mann! Diggi, verarschen? Also, was schreiben wir da in den Chat, Leute? Was schreiben wir da in den Chat? Was ist das? Freunde, Scam. Luke Skywalker hat es direkt gerafft. Das war richtiger Scam. Wir wurden hier sowas von übers Ohr gehauen gerade. Er so, Bro, kletter da nach oben. Ich besorg dir Schrott. Kein Ding, ich zahl das. Ich hab die Ware. Oder gibt er mir eins? Er hat das richtig wörtlich genommen. Richtig wörtlich. Das war ja so schlecht. Alter.
Merkt ihr das? Ich krieg Nasenbluten von der Angelegenheit gerade. Da habe ich richtig Nasenbluten jetzt. Nicht cool. Also Ronny, aka Scammer Ronny. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier... Nee, ne? Ja, du kannst jetzt nicht... Er sieht mich. Ich fahr zurück. Chuchu Charles war in der Nähe. Er hat mich nicht gesehen. Pass auf, Digga. Ich mach Tempo-Upgrade. Aber ordentlich. Damit wir noch schneller zurückkommen. Okay. Wir sind hier gleich in der Nähe von dem Haus. Das ist schon mal ganz gut. Weil, haben wir's noch? Okay, Leute, ey, die andere Richtung gar nicht mal schlecht. Wieder neue Upgrades. Tür geht nicht auf. Da ist er. Ich stelle mich hier mal unter. Okay, Leute, also der Chuchu-Zug mache ich das jetzt hier. Junge! Bleib hier. Läuft der weg? Bro, hat der meinen Zug jetzt angegriffen? Wir müssen uns halt viel bewegen. Ne? Ich glaube, in so einer Situation müssen wir uns jetzt viel bewegen. Das heißt, also ich muss noch hier rüber. Ich muss sehen, was hier an Ware noch ist. Ich sehe eine Kiste, die wir aber nicht aufmachen können, weil wir keinen Dietrich haben. Okay, wir werden Folgendes tun. Ich werde den Zug, Digga, nach vorne bringen. Wir fahren dieses Mal in die andere Richtung. Wir werden das so ein bisschen davon abhängig machen, wo Charles gerade, wo der gerade ist. Jetzt sind wir RIP. Jetzt sind wir RIP! Oh mein Gott, die Waffe bringt halt nichts. Junge, guck, wie viel Damage wir kriegen! Keine Chance! Alter, das ist so unmöglich, Mann. Wir werden so abgerippt. Können wir nichts machen. Den kriegen wir nicht. Wir müssen Panzerung gehen. Anders haben wir keine Chance. Ihr habt das gesehen. Wir machen keinen Schaden. Gar nichts. Das ist ultra schwer. Wieder rein. Der Albtraummodus ist für Leute, die Rage quitten. Hat er schon geschrieben? Der Entwickler, ich habe ihn gestern geschrieben. Was hat er zurückgeschrieben? Ich bin gespannt. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ist übel schwer. Er hat es gelesen. Hat er als Beleidigung locker genommen. Ich habe ihn gestern so angelabert. Ich meine so, Bro, das Ding ist schwer. Er hat nicht mal geschrieben. Lasst ein Like da, Leute, wenn ihr glaubt, wir schaffen das. Wer ist jeden Versuch da? Digga, Scam, hab gerade Werbung bekommen. Laber nicht. Lass mich gucken. Das kann nicht sein, Digga. Safe nicht. Wer hat während des Streams einfach Werbung gekriegt? Moin, antworte please. Palle, du kommst hier in Stream rein, Digga. Klar, du bist Mitglied, Kuss geht raus. Aber ich sehe dich jetzt gerade erst, das erste Mal. Und du sagst hier, moin, antworte please, oder was? Was bist du denn für ein falscher 50er? Ich nicht. Ich. Echt? Wie oft habt ihr Werbung bekommen?
Also gab es schon Streams, wo ihr öfter Werbung bekommen habt, aber nur bei mir? Ich bekomme keine Werbung, okay. Weil es darf eigentlich auch nicht sein. Nur am Anfang. Alles klar, Jay. Vielen Dank. So, mach auf hier den Aal. Meine Güte, ey. Was ist jetzt der neue Plan, Chat? Was ist jetzt der neue Plan? Wir brauchen einen Plan. Tutu schalt's einfach zu OP. Es muss eine Strategie geben. Ein Update im Project Playtime zocke ich nicht. Digga, nee. Die sollen Poppy Playtime Chapter 3 machen, ich hab's gestern schon gesagt. Ich zock das nicht mehr. Kein Poppy Playtime mehr auf meinem Kanal, wenn es nichts zu Chapter 3 gibt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Leute, ihr müsst das zwar aus meiner Sicht sehen. Okay, ich erkläre euch das kurz, warum ich Poppy Playtime nicht mehr so gerne spiele. Ich habe mich für das verkackte Partnerprogramm beworben. Ich, derjenige, der in Deutschland die meisten Poppy Playtime Videos gemacht hat. Ich habe locker 50 Millionen Aufrufe mit den Dingern gemacht. Oder 30, keine Ahnung. Also TikTok, locker 10 Millionen schon mit Poppy Playtime. Und dann haben die Pisser mich noch nicht mal angenommen. Ich nichts gesagt dazu. Und als ob das noch nicht gut genug wäre. Ich sag, da kann ich mich noch mit anfreunden. Dann den Release von Project Playtime verkackt. Da hänge ich da in dem Stream und warte 3 Stunden. Und dann kommt da nichts. Und dann bringen die das Game. Und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Chapter 3 sehe ich in einem einzigen Jahr 2 Teaser-Trailer. Es gibt noch nicht mal den Trailer, Mann. Aber Hauptsache Skins für Project Playtime. Und das ist das Ganze, Leute, führt dazu, dass ich auch sauer bin auf die Entwickler. MOB Games, Digga, haben gefettfingert. Und das fuckt mich ab. Ich sag ehrlich, wie es ist. Da werdet ihr auch angepisst. Ich sorge dafür in Deutschland, dass das Spiel relevant wird. Andere YouTuber zocken das auch. Und dann kommt hier einer, yeah, und schmeißt hier den 50er Dono rein. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und damit beenden wir den Raid. Big Dono! Yeah! Wer ist Coll 0? Coll 0-0. Bruder, wer bist du? Are you ready to take? Wer bist du? Ey, danke für 100 Euro. Was ist das denn, Chat? Yeah, baby! We're coming for you, Charles! Ihr könnt mich verstehen, oder? Ihr könnt mich verstehen, was Poppy Playtime angeht. Ich sehe es gerade schon im Chat. Natürlich bin ich da auch sauer. So, Charles. Wir wollen mal gucken, was wir so in der Zukunft mit dir machen. Das Problem ist einfach, dass der nach einer Zeit richtig aggressiv stressig wird, Mann. Den Flammenwerfer, um den Zug auf Distanz zu halten. Ja, aber der geht halt nicht so krass. Der Flammenwerfer ist halt Müll, Bro. Wir brauchen da halt das Pace und mit dem Flammenwerfer, weißt du, und theoretisch müsste ich mich dann immer in so einem Haus verstecken. Und ich muss halt immer planen, wenn ich dann weiter will. Sozusagen, wo verstecke ich mich? Aber wenn er mich dazwischen, so wie eben, bekommt, wo keine Gebäude in der Nähe sind oder so, was mache ich dann? Da kann ich nur kämpfen. Und für den Kampf brauche ich mindestens 20 bis 30 Schrottteile, weil ich den so lange beschießen muss. Pace und Panzerung sonst RIP. Ich glaube eher, dass hier der Key nicht mal Pace ist, Leute. Ich glaube eher, dass hier der Key Panzerung und Waffen ist. Ich glaube nur das. Zuggeschwindigkeit 1, Panzerung und Waffen 9 oder 10 halt. Und dann alles, was an Tempo dazukommt, ist nice. Bob, die Waffe. Ja, der Granatwerfer wäre natürlich richtig wild. Mit dem könnte man einiges reißen, ja, das stimmt. Ich fahre jetzt auf jeden Fall... glaube ich, weiter. Obwohl, nee. Nee. Ich fahre zurück. Und die Scheune nehmen wir gleich mit. Wir fahren sozusagen gleich nochmal wieder back. Erst Waffe upgraden, dann Panzerung. Ja, aber guck mal. Wenn er uns dann angreift, sind wir noch schneller tot und würden den ganzen Schrott, den wir mittransportieren, verlieren.
Verstehst du? Dementsprechend würde ich dann natürlich eher die Panzerung gehen, damit wir weniger Damage kriegen, ergo weniger Schrott verbrauchen, weil wir werden auf dieser Insel nicht unendlich Schrott finden. Wir haben es ja tatsächlich sogar schon bis hier oben geschafft. Bis hier oben waren wir. Wir hatten den zweiten Tunnel erledigt mit den Eiern. Aber ja, Mann, der hat halt mies reingebuttert bei uns. Der Charles. Ich hätte halt auch gesagt, wir probieren es halt gleich nochmal von hier aus zum Sumpf, ne? Und machen einfach schnell den Sumpf. Ich weiß halt nur nicht, wie viele Teile uns das bringt. Das müssten wir halt mal checken, ob wir den Sumpf vielleicht auf schnelle Basis jetzt machen. Können wir das machen? Sumpf auf schnelle Basis? Könnten wir schon. Ich tu's. Ich riskier's. Wir gehen erst in den Sumpf rein. Aber wir haben halt das Problem natürlich. Wir gucken, ob das was wird. Wir müssen es nochmal probieren, in den Sumpf reinzugehen. Weil wenn das jetzt 60 Teile oder so gibt insgesamt, wenn wir diese Aufgabe machen, Leute, dann haben wir... Dann können wir reden. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Grundlage. Okay. Wir gehen rein. Ab ins Sumpfmonster. Let's go. Wir müssen halt nur aufpassen und ich musste mir die Distanz ein bisschen angucken. Wie viel Distanz dürfen wir haben? Das ist so ein bisschen die Frage. In der Hoffnung, dass Tutu Charles jetzt natürlich nicht mies stresst. Wir bewegen können wir uns gerade nicht. Weil immer wenn wir uns bewegen, kommt das Sumpfmonster auf uns zu. Ja, sehr schön. Ist geschafft. Kadaver ist mitgenommen. Teile sind hier auch noch. Okay, zwei Teile. Ist hier noch eins? Jetzt mal gucken auf der Insel fix. Okay, Chuchu Charles ist noch nicht da. Aber die Frage ist, wie wir da jetzt halt laufen, ne? Junge, sieht ja so komisch aus hier. Puh, Leute, lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, wir schaffen es heute. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn wir hier ordentlich abschmatzen. Oh, das Ding war sehr nah dran. Aber wir haben noch echt gut Strecke, ne? Wenn Chuchu Charles jetzt kommt, sind wir RIP. Dann müssen wir rennen, dann sind wir tot. Junge, das war richtig knapp. Aber ich habe viel Meter gemacht. Ah. Junge, jetzt mach einen Abgang. Ich muss hier los. Ein Zug verfolgt mich. Bro! Er hat doch keinen Bock mehr, oder was? Oh Junge, das war richtig knapp. Wir haben auch noch... Ja, ein bisschen haben wir noch. Der ist direkt neben mir, ne? Ich darf jetzt halt echt nichts machen. Wir sind direkt tot. Das war's dann, wenn ich mich jetzt im falschen Moment bewege. Aber wenn Charles kommt, Bro, dann ist mir das völlig egal. Dann muss ich durchziehen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wie viele Teile kriegen wir? Wir haben 14. What a terror those have us. 44 Teile? Leck mich am Alter, meine Güte. Moin. Das hat ja richtig reingeknallt. What the? Okay, Leute, die Mission wird wichtig. Da sind wir uns einig, oder? Junge, Junge, Junge. Die ist richtig wichtig. Die müssen wir rushen, die Mission. Ganz wichtiger Call. Hier ist noch mehr Schrott irgendwo verteilt. Da ist noch was.
50 Teile können wir hier absahen. Ich sag mal so. Damit haben wir jetzt einen ziemlich guten Vorteil, ne? Muss ich erstmal nur noch zum Zug zurück. Vielleicht eher erstmal zum Gebäude. So, weil es ist wichtiger, dass wir vor Chuchu Charles geschützt sind. 60 Meter schaffen wir eigentlich immer easy. Wenn wir 60 Meter zu einem Gebäude haben, dann sind wir eigentlich immer relativ sicher. Das ist die Zeit, die ich ungefähr brauche, um zu reagieren. So, hier sind wir durch. Dann können wir jetzt ja mal auf die Tube treten, wa? Let's go, Leute. Müssen wir noch mit der reden? Nee, ne? Nö. Okay, gib Stulle. Upgrade. Bam, 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 bam. Panzerung direkt Level 6. Waffenschaden. Zuggesundheit gehe ich, glaube ich, mal rein. Auf alle Fälle, sag ich mal. So, mal gucken. Was haben wir hier? Ah, hier fängt der Schrottplatz gleich an. Junge! Was war das denn gerade für ein kranker Boost? Habt ihr es gesehen? Jo! Alles klar, Mann! Ich guck gleich. Ich hol mir jetzt erstmal schnell den Dietrich von dem Typen ab. Gib mir den Dietrich. So, Leute, wir haben Dietrich hier. Wir können der Gurkenlady auch noch helfen. Wir wissen nicht, was die Gurkenlady halt gönnt. Aber ich kann euch eins sagen. Das ist möglicherweise der beste Run, den wir haben. Oh mein Gott! So, Plan Big Dolo! Yeah! Bro, nochmal 50 Euro? Was geht denn jetzt ab? Call 00. Wer bist du? Schreib in den Chat jetzt. Leute, ich weiß nicht, ne? Ich hab immer Angst. Ihr wisst warum. Was? Wovor hab ich Angst, Chat? Wenn ich sowas sehe, ihr denkt alles so, jo, krass. Wovor hab ich Angst? Warum sag ich ihr so reinschreiben? Ja. Caro hat schon geschrieben. Call 00, hör zu. Wenn du das nicht, wenn du nicht weißt, was du da machst, okay? Du spendest gerade ganz viel Geld in diesen Stream. Ich finde das ja gut. Aber wenn das von deinen Eltern ist, dann ist nicht gut. Dann solltest du das jetzt lieber sein lassen, zu deinen Eltern gehen und sagen, ey, ich habe da einen Fehler gemacht. Und dann sollen deine Eltern das zurückbuchen lassen, okay? Das ist unter solchen Bedingungen schon also möglich, soweit ich weiß. Ich habe da leider noch nichts mit zu tun. Also, ich kann da jetzt nichts machen. Ich hoffe, dass... Ja, wisst ihr, ich sage auch an die Eltern, die vielleicht gerade zugucken. Na, man kann das Kind dafür nicht verantwortlich machen. Das geht einfach nicht. Das ist unfair. So, Kinder wissen nicht, was sie da gerade machen. Und klar habe ich auch mal den einen oder anderen Jüngeren hier in der Community, der sich im Stream verirrt und nicht weiß, was er da macht. Da muss man als Elternteil einfach sehr vorsichtig und sorgsam mit dem Handy auch umgehen und gucken, ne? Was kann mein Kind da eigentlich machen? Das ist schon wichtig. So, dass man darüber Bescheid weiß. Da ziehen sich viele Eltern aus der Verantwortung und sagen dann, der Denno, dass man da Dono machen kann, das ist ja richtig blöd. Ne, aber dabei, so habe ich damit ja gar nichts am Hut. Da kann ich ja nichts für. Er hat sich versaut mit Eigenwerbung. Wieso? Warte mal, was hat er geschrieben? Ich bin YouTuber. Ja, aber dafür musst du ihn doch jetzt nicht bannen. Ich blende ihn wieder ein. Okay, also, Digga, der hat hier 150 Euro gerade rausgehauen und sagt, er ist YouTuber. Bro, du hast gerade einen Bann bekommen von meiner Moderatorin. Ne, weil wir mögen Fremdwerbung nicht. Aber ganz ehrlich, bei 150 Euro, da kann man auch mal alle... Also... Ach, die Tür zu, Mann. Der Zug ist hier draußen.
Ich habe den nicht gebannt. Denomi, und erstmal Eigenwerbung direkt gemacht. Nein, 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 nein. Braucht ihr nicht, braucht ihr nicht. Hier ist er. Hört ihr das? Er kann eigentlich gar nicht wissen, dass ich hier bin, Leute. Wie sieht er mich? Mach bitte Umfrage, wie alt man ist. Nein, 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 das mache ich nicht. Denno, ist deine Figur eine etwas mit den Dinosauriern? Was? Gigantosaurus. Wenn du... Pass auf, was du in den Chat schreibst. Wenn es irgendwas ist, was nicht so viel Sinn ergibt, lass es bitte. Bro, wo sind jetzt die Donos hin? Von Col 00? Jay? Hast du gesehen, was du damit angerichtet hast? Ist nicht cool, Jay. Ist nicht cool. Also, jemand, der so eine kranke Dono macht... Oh, warte mal. Da muss man auch mal chillen. Okay, wir haben 15 Teile. Oh Gott. Wir holen uns den ersten Schlüssel für den Tunnel. Wenn wir Glück haben, können wir direkt rushen. Okay, Leute, wir haben den Flammenwerfer freigeschaltet. Wir kommen weiter, wir kommen weiter. Sehr gut, sehr gut. ...22 Teile, Flammenwerfer haben wir, Dietrich haben wir auch mit. Hab auf seinen Kanal geguckt, der ist 8 oder 9 Jahre alt. Col 00. Tut mir den Gefallen. Bitte mit deinen Eltern sprechen. Du hast da was falsch gemacht, kleiner Mann. Ja? Die sollen mir sonst auf Instagram schreiben, dann kann ich denen ein bisschen Tipps geben, wie man das macht. Schwierig mit dem Kal 0. Ja, mein Gott. Ich habe ja mittlerweile, ihr merkt schon, ne? Damals wäre ich völlig aus dem Häuschen. Was ist da passiert? Jo. Alles klar, Mann. Ich trete dir so in deinen fetten Hintern rein. Mach einen Abgang, du verdammte Spinne, Alter. Okay, bis dahin muss ich jetzt kommen. Bis hierhin. Freunde, ich habe jetzt Panzerung Level 8. Schon stark. Wir könnten, wenn alles gut läuft, beinahe Panzerung 10 haben. Wenn wir über die Hälfte der Map sind. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal die maximale Damage Resistance. Okay, das ist gut. Hier ist nochmal ein bisschen Schrott. Sammeln uns mal alles ein, was wir hier haben. Ist hier vielleicht irgendwie noch eine Kiste auf dem Weg gewesen? Gar keine. Hier noch irgendwo was? Auch nicht. Hier auf der Karte, ja, da wahrscheinlich noch ein Gebäude drin. Okay, 3 Teile. Ist jetzt nicht viel.
Aber ist ein bisschen was. Kann man mitarbeiten. Bierteile, ja, okay. Wird besser. Wir gehen rein. Wir holen uns das erste Ei jetzt, Leute. 3 Eier, C4-Ladung anbringen. Und wir, wenn wir die Upgrades erstmal haben, boah, Digi, dann geht richtig rein in diesen verdammten Zug. Aber erst dann. Gerade der Run läuft nicht schlecht, ich bin ehrlich. Wenn ich den geschafft habe, seltenster Erfolg in Choo-Choo Charles freigeschaltet. 0,1% der Spieler haben das geschafft. Das wäre zu heftig, wenn ich das heute einfach schon schaffen würde. Ich würde es ein bisschen schade finden, weil ihr kennt mich ja, ich bin ja der Content Creator, Leute. Ich will natürlich so viele Videos wie möglich machen. Ne? Und sehe mich da auch irgendwo so ein bisschen... Ah, da könnte man... Mit Material und so, wenn ich jetzt noch einen dritten Stream machen muss, wie schade. Das ist ja richtig schade. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn wir ihn packen. Ist natürlich auch irgendwo das, was wir schaffen wollen. So, jetzt machen wir uns erstmal einen entspannten, weil hier unten kann uns gar nichts passieren, Chat. Also zumindest von der Zugseite her. Hör zu, das Pfeifen jetzt. Okay, wir rauben den Typen jetzt ganz locker aus. Das ist wie Einbrechersimulator, Leute. Wir nehmen alles mit, was wir finden. Das Ei nehmen wir auch mit. Der Typ dreht hier auf entspannt seine Runde. La 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 la. Und ich nehme mir auf entspannt seinen ganzen Stuff. La la la. Und Abgang. So, den auszurauben, das war eher wie so ein Fünfjährigen das Taschengeld abzuluxen. War entspannt und wirklich mega easy. Das ist erstmal soweit ganz gut. Mit 15 ja, Metallteilen starten wir rein. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne gucken, dass wir ein bisschen was stacken, damit wir uns für den ersten Kampf vorbereiten. Es kann natürlich auch passieren, dass wir direkt das zweite Mal kämpfen, was halt richtiger Mist wäre. Aber das müssen wir halt einkalkulieren, gerade weil wir hier so eine richtig lange Strecke jetzt haben. Und die Gurkenlady ist da hinten. Da will ich auf jeden Fall nochmal hin später. Deswegen ziehen wir jetzt durch. Aber der Kampf könnte heftig werden. Ich meine, wir haben Flammenwerfer jetzt dabei, das ist schon mal etwas. Aber ich muss eigentlich noch die Gurkenlady-Quest machen. Dann hätten wir wahrscheinlich eine extrem gute Chance, zumindest ein, zwei Kämpfe zu überstehen. Also, Chat, betet mit mir, dass Choo-Choo Charles uns jetzt nicht angreift. Das ist so wichtig. Wir müssen zu dieser Mission kommen. Ich werde nochmal Tempo-Upgrade 1 reindonnern, damit wir einen Ticken schneller sind. Wie sieht es denn jetzt aus? Aber wir werden immer so einen Meter schneller, kann man sagen. Ich glaube auch, dass wir ihn jetzt noch nicht schaffen würden. Oder? Mit Panzerung 8... Okay. Jetzt kommt der ekligste Weg für uns. Der ekligste Weg. Er sieht uns halt immer, ne? Hinter mir. 60 Meter. Müssten wir schaffen. Wichtig! Wir sind bei der Gurkenlady. Yes! Yes! Wichtig! Ich hol dir die Gurken. Ich hol dir die Gurken. Kein Problem. So. Da müssen wir jetzt hin. Das ist ganz easy. Das ist, die Mission ist wirklich mega... Ich renne jetzt mal nicht. Ich will gucken, ob er mich sieht. Oder was passiert, wenn ich jetzt nicht renne? Weil die Wachen hören mich auch immer nur rennen.
Oh Gott! Da ist er. Er will hier rein in die Bude. Können wir die Tür hier aufmachen? Geht nicht. Mach einen Abgang, blöder Zug. Ich schwör's euch, Leute, der wird nachher so verprügelt. Der wird so verprügelt. Die Gurkenaufgabe gibt, glaube ich, auch viel Scrap. Mhm. DJ Talk Mac Remix Bruder, eure Namen, ne? Mach ein bisschen kürzer. Ich kann den kaum aussprechen. Ist alles gut. Ey. Chuchu Charles, nerv nicht. Ich lese mal den Zettel hier. Gurken sind Liebe. Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen mir Glücksgefühle. Gurken, Gurken, Gurken. Geschrieben von Gurken. Titel: Ich liebe Gurken. Jetzt ist er in der Richtung. Gurkenlady. Wenn der mich jetzt catcht, ne? Dead. Der Gauner hängt hier rum. Okay, Leute. Meter. Sieht gut aus. Sieht gut aus, Chat. Komm schon. Wir nehmen die Teile einfach mit, die wir hier finden. Oh, wir haben die lila Farbdose. Die ist wichtig. Die sieht nämlich krass aus. Alright. Dann holen wir uns mal die Gurken, oder was? Kann er mich hier in der Höhle töten? Hoffentlich nicht. Er könnte hier in die Höhle passen. Könnte hier in die Höhle passen, oder? Denno, was hast du nicht an der Frage von gestern verstanden? Omnibusse, was meinst du? Vorsichtig. Nein! Oh mein Gott! Ist das Scam! Mann, die sind die da! Der Zug ist doch nicht ganz dicht! Wie sieht er mich? Bro, ich bin zu Fuß unterwegs! Meine Güte, ist das nervig! Wie soll man den denn packen? Ich check's nicht! Mann! Ey, das ist doch nicht normal! Wie sollst du's denn machen? Ey, man kann auch übertreiben, Digga, meine Güte. Also ganz ehrlich, dann chillt er da die ganze Zeit auf meiner Ecke rum. Verpiss dich rüber zu deinen Eiern, Alter. Mann, ey. Macht mich richtig sauer gerade. Wie, das 0,1% haben das safe nur geschafft, weil die gehackt haben. Safe. Ich, ne, Digga, ich will sehen, wie jemand das wirklich am Stück durchspielt. Okay, Mann. Also es macht mich so wütend, dass jetzt hier Leute sich die ganze Zeit entschuldigen dafür, dass sie einmal Mist hier reingeschrieben haben. Auch hier, Bro, das gibt jetzt erstmal ein Timeout. Halt einfach den Rand. Ganz ehrlich. Es ist okay.
Yes, sir. They call him Charles. Denno, du bist nicht sauber. Ich bin sauer, ja. Denno, einmal ein- und ausatmen, das hast du schon. Ja, aber sag doch wie. Sag mir, wie können wir es machen? Wie soll man das schaffen? Wir brauchen eine Idee. The island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Ich hätte gerade mit dem ganzen Kram. Also, ich glaube, ich gehe auf Geschwindigkeit. Ja, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, kann man das packen. Du brauchst einen Granatwerfer. Ja, aber der macht ja auch selber für mich Damage. So, und das, guck mal, das einzige Problem ist, wir brauchen dieses Metall, um Upgrades zu machen. Wenn wir Kämpfe haben mit Chuchu Charles, verbrauchen wir diese Metallteile, die wir aber nur durch Missionen bekommen, die aber begrenzt sind. Ergo, die ganze Zeit gegen Chuchu Charles kämpfen, ist unendlich. Wir können unendlich Kämpfe mit dem machen. Wir werden ihn nie töten können. So, und wir müssen halt verdammt viel Schaden hinzufügen. Dann ist noch die andere Sache. Wie sollen wir dann die Upgrades machen, wenn wir die ganze Zeit kämpfen? Good on you! Looks like you found it! Open up that door and lead the way! Well, wir gehen jetzt direkt zum Seemonster. Ich gehe Geschwindigkeit ran. Wir machen Speedrun-mäßig. Okay? Das ist mein Plan. Ich greife jetzt mal nicht an. Lächerlich. Ich muss nicht mal an der Waffe stehen. Ich zieh direkt durch. Denno, warum bist du sauer? Weil ich jedes Mal von vorne anfangen muss, weil dieser Zug mich halt die ganze Zeit verfolgt und überall sehen kann. Der ist verdammt hart, ey. Aber nachher ist der easy. Die Upgrades erstmal zu machen, das ist das Schwierigste eigentlich. Ich lasse den Zug gleich weiterfahren. Merkt mir, wo die Scrap-Parts sind. Wir gehen direkt durch. Ich hab dich, Denno. Gigantosaurus, ich weiß ja nicht. Der Zug hat X-Ray, ja. Skippy, die Multiverse ist da. Ja, okay. Ich reagiere da aber jetzt nicht unbedingt schnell. Also, das ist jetzt nicht meine höchste Prio. Weißt du? Wo ist das andere Teil, Mann? Bin ich blöd? Da. So. Weißen Zugang. Zieh. Ich werde auch bald YouTuber. Hast du Tipps? Frag andere nicht nach Tipps. Das ist mein Tipp. Macht es einfach. Einfach machen, Digga. Also, ich sag mal, 100% der Leute. 100% der Leute, davon 99% reden und machen nicht. Guck mal, ich habe heute zum Beispiel mit meinem besten Freund wieder gesprochen und meinte so, yo, Mann, wir könnten mal eigentlich auch simultan, wenn wir auf YouTube streamen, machen wir das auch zeitgleich auf Twitch, also auf beiden Plattformen gleichzeitig. Da habe ich so gesagt, ja, ich mache das dann nächste Woche. Er hat gesagt, ja, aber warum nicht gleich? Warum nicht direkt? Hat er recht. Und das ist so, Leute sagen immer, sie wollen mit YouTube anfangen. Mein großer Bruder hat das auch gesagt, Leute, muss ich halt leider auch sagen. Der auch immer so, ja, ich ziehe jetzt mit YouTube durch. Digga, der hat sich komplettes Studio eingerichtet, alles mögliche. Noch nicht eine Aufnahme gemacht. Nichts hochgeladen. Und das ist das, was man als YouTuber auf jeden Fall, wenn man YouTuber werden will, sollte man das lassen. Alle nach Tipps fragen. Irgendwas, sondern einfach hochladen und sich immer jedes Video verbessern. Das ist mein Tipp. Hör auf, Leute zu fragen, mach das einfach, lad einfach was hoch und verbessert dich jedes Video. Jedes Mal etwas verbessern. Dann kann man erfolgreicher YouTuber werden. Und Leute haben halt nicht die Durchhaltefähigkeit, ne? Oh, Moment, wir müssen direkt rüber. Wir müssen direkt zur anderen Mission jetzt. Weil die Durchhaltefähigkeit ist tatsächlich was, was nachher die Spreu vom Weizen trennt. Ich habe, Leute, 3 Jahre YouTube jetzt gemacht. 4 bin ich jetzt sogar schon bald. Und ich kann euch sagen, in diesen 4 Jahren YouTube ging es bei mir hoch und runter. Jedes Mal.
wie hier mit Tutu Charles. Und wenn ich da eins gelernt habe, man sollte niemals aufgeben und man darf sich von sowas nicht runterziehen lassen. Und auch mir fällt das manchmal schwer, mich nicht von Zahlen runterziehen zu lassen. Okay, ich kann jetzt mit dem Monster schon etwas geschmeidiger um, muss ich sagen. Das ging relativ easy jetzt. Ich guck mal, was ich hier so an Scrap Metal finde. 2. Irgendwo ist doch bestimmt noch 3. 3 Scrap Metal hier auf dem Island. Okay. Springe ich mal rüber. Eddie, ich hab schon gesehen. Bevor der Donalert kam, ich hab's schon gesehen. Ich nenne dich ab jetzt Backseat, Eddie. Hey, Denno, ich hab's doch gesagt. Kannst du mal weggehen? Eddie, danke schön für den 10er. Vielen, vielen Dank, Bruder. Kuss geht raus. Ich sehe es gerade. Was ist da denn passiert? Ist der Donau-Alert kaputt? Oh, Mann. Können wir da irgendwas machen? Ist der Donau-Alert gerade kaputt gewesen? Bitte einmal bestätigen. Okay. Es gibt jetzt zu Halloween eh neue. Zu Halloween gibt es komplett neue Donau-Alerts. Alles neu. Und dann ist das hier mal wirklich gut eingestellt. Also ich hoffe zumindest, dass es so ist. Ich muss gleich tatsächlich mal fragen. Wir nehmen die Teile mit. Wir bleiben fokussiert, Leute. Auch wenn die Donau-Alerts jetzt nerven. Aber mir geht es natürlich heute nicht um die Donuts im Stream, sondern wir wollen Tutu-Charles killen. Ich hätte auch so Bock zu zocken, Mann. Ich meine vorhin schon so, boah, Leute, ich muss rein. Ich muss zocken, Digga. Ganz, ganz wichtig jetzt. Das reicht. An Schrott. Das reicht. Wir gehen jetzt straight zum Zug. Wo warst du noch nicht mit ID in den Backrooms? Na, guck doch einfach die Videos, Julian. Wie wär's denn damit, Bro? Lass mal ein Like da. Wir haben noch nicht mal 500. Bro, ich bin schon eine Stunde live. What the? Scam. Heute scammt mich echt jeder. So, Leute. Meine Strategie, wie ich gesagt habe. Tempo. Bam, Digga, Full Pace. Full Pace. Dass wir mit dem Zug so schnell wie möglich zum anderen Spot kommen. Junge, guck mal, wie das Ding am Ziehen ist. Alter Schwede. Panzerung nehmen wir auch mit. Aber wobei, vom Ding her ist eigentlich wirklich smart, Tempo zu gehen. Zuggesundheit lasse ich auch so. Dankeschön, Freunde. Ja, es ist halt nur komisch, ne? Wenn hier so viele Leute aus der Community sind und dann hast du halt 500 Zuschauer und halt deutlich weniger Likes. Das ist einfach nicht okay. Dann weiß ich, dass nicht jeder hier gerade reingekommen ist. Und guck mal, ne, das ist ja bei den YouTubern auch so easy. Ihr guckt kostenlos Videos. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Gar nichts. Ich stream eine Stunde, zwei, drei. Und ihr müsst eigentlich im Prinzip nur irgendwas anklicken dafür. Und das war's. Mehr will ich ja nicht. Mehr will ich ja nicht. So muss man das sehen. Ihr braucht keine Dono machen. Nix. Ich stream für euch umsonst. Ich will nur einen Daumen nach oben. Wenn ich. Wenn man das so sieht, dann will ich ja gar nicht so viel, oder? Nichts ist im Leben umsonst, Leute. Merkt euch das. Und in Chuchus Fall will er meine Seele. Wisst ihr? Der spawnt auch immer irgendwie an der gleichen Stelle, habe ich das Gefühl.
war der doch gerade. Ich habe ihn noch gesehen. Puh, Digga. Ach so, Bro. Ich kann ihn nicht ansprechen. Wie viel haben wir? 15 Schrott, okay. Tutu Chance ist einfach ein geiles Game, ne? Digga, heißt du wirklich Tulfas Gaming PC? Der Bre hat's echt geschafft, Mann. Es gibt einfach Leute, die sich nach seinem Gaming PC nennen. Ach, Bro. Oh, wird jemand Geld reingelassen? Ah, stimmt. Angie bringt da einen ganz guten Punkt auch ein in meine, in so, warum auch nicht jeder ein Like da lässt. Nicht jeder hat sich angemeldet. Manche Eltern sagen auch, die Kinder das nicht dürfen. Das stimmt. Da hast du recht. Das vergesse ich natürlich auch immer wieder, ne? Muss man auch mal sagen. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel auch manchmal vergesse. Okay, nächstes Upgrade liegt. Tempo 8. Junge, wir sind so schnell unterwegs mit dem Zug. Geilo. Hier, teile direkt mit. Naja, gib mir den Schlüssel, alles klar. Okay, tschüss, bis dann. Ja, ciao. Und weiter geht's. 8 Teile. Wir könnten natürlich jetzt ein bisschen Damage-Reduzierung gehen. Will ich aber nicht. Gleich kommt der Zug wieder. Immer wenn ich da oben bin. Immer wenn ich da oben bin. Nee, in dem Fall jetzt gerade nicht. Bro, gib mir deinen Flammenwerfer und zwar schnell. Danke. Flammenwerfer genommen. Okay, Leute, ich mache gerade echt einen Speedrun so mäßig, ne? Draußen hier lag, glaube ich, auch noch ein Schrottteil. Da, direkt vor dem Fort, genau. Habt ihr noch sowas? Kurz ein Check-up machen? Nö. Erstmal nicht, wir gehen weiter. Okay, Leute. Wir sind richtig on the run, ne? Knall das Ding rein, Alter. 14 Schrott haben wir. Wir bringen das Ding auf mies Tempo, dass wir wirklich schnell unterwegs sind. Könnten gleich die neunte Tempostufe sogar schon gehen. Ich würde mal sagen, dass der Zug sogar schon fast schnell genug ist. Aber schneller geht immer. Wenn wir Panzerung hochgehen, dann könnten wir sowas jetzt hier überleben vielleicht. Guter Spot. Guter Spot. Wir sind safe. Puh, ich muss mich echt... derart konzentrieren. Nenox 3000, danke erstmal für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen in der Familie, Broski. Ich glaube, der Zug ist jetzt direkt über uns. Sicher bin ich mir da aber nicht. Teile haben wir? 8. Okay. Wir sind wieder im Game. Machen wir es mal entspannt, Leute. Jetzt sind wir erstmal wieder im entspannten Modus. Thank you.
Wer quietscht da so, Chat? Wer ist das von euch? Wer quietscht hier so? No Zen. Wilko auch. Mr. X. Alle am Quietschen hier. Komisch. Sorry, mein Stuhl quietscht. Ach, Digi. Ach, Digi. Jetzt ist die Frage, ne? Was machen wir? Gibt's hier irgendwo eine Kiste auf dem Gleis? Oh mein Gott, bist du eklig, Alter! Nicht mal gehupt hat der! Drecksack! Erzähl dich, Mann! Draußen Karte angucken, schwierig, ey. Ich hatte hier hundertprozentig eine Kiste übersehen. Hier war doch eine auf der Strecke, oder nicht? Oder bin ich blöd? Wir müssen noch irgendwo diese gelben Kisten. Wo sind die? Die fangen doch nicht erst da hinten an, oder was? Na hier, das wird auf jeden Fall auch wieder eine richtig nervige Mission, aber hier sehe ich schon 4, 5 Schrottteile auf jeden Fall liegen. Was ganz cool wäre. Die Gurkenlady, ja, die müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen. Digga, der hat meinen Zug einfach zerstört, Mann. Bro! Ich bin da nicht mal drin. Lass doch den Zug. Hier in Panzerung rein. Ich nehme ein Schrottteil und repariere auf 10%, Leute. So spiele ich das. So spiele ich das. Der Geschwindigkeits-Move hier, der wäre nicht schlecht. Aber zur Gurkenlady zu kommen, zur anderen Gurke hin und dann wieder zurück. Das wird nicht einfach. Also, das kann ich euch sagen. Puh. Hoffen wir, dass ich das dann wahrscheinlich easy jetzt mache. Ich bin... Da oben ist er. Da oben ist er. Habt ihr es gesehen? Da hinten war er. Er ist in der Nähe von der Gurkenlady. Der wird jetzt gleich da sein. Das weiß ich jetzt schon. Okay, Leute, wir machen einfach den Forrest Gump jetzt. Lauf, Forrest, lauf! Ich will die Gurkenlady supporten. Denno, mach's wie ich, renn mit Schallgeschwindigkeit. Sonic, danke für den Tipp, Bro. Vielen Dank für diesen Tipp, Digi. Ich mach's einfach so wie ich. Ich lauf einfach. Hört ihr das? Er ist schon wieder hier. Ich bin jetzt erstmal in der Höhle. Das Gurkenglas ist ein kritischer Punkt hier eher. Jo. So. Wenn der jetzt hier reinkommt, wäre dumm. Wär Bruch. Wär Todesbruch. Na, Digi? Was läuft? Willst du hier in die Höhle rein? Läuft nicht. Da oben ist er. Ha, ha. Ja, was willst du denn?
Mach einen Abgang, Alter. Sieh zu, dass du dich verpieselst. Jetzt zieh ich noch einen Raketenwerfer ins Gesicht demnächst. Oh Junge, der kommt ja immer näher. Okay, ich bleib hier. Ich mach einfach erstmal nichts. Wer hat schon den FNAF-Film geschaut? Ich. Und ich fand ihn richtig schlecht, Mann. Einer meiner... Also wirklich, der Film war wirklich eine illegale Beleidigung. Ich weiß nicht, wann ich gehen soll. Weil wenn der hier nochmal vor der Höhle steht, bin ich RIP. Ich zieh durch jetzt. Nützt nichts. Ich zieh das jetzt durch. Okay, ich bin weiter als eben. Gut so. Wie viel hat die gegönnt? 41 haben wir. Reicht für den Kampf. Theoretisch. Theoretisch, Chat. Wir gehen Panzerung Level 6. Wir behalten den Schrott erstmal hier. So würde ich fahren. 30% heile ich hoch. Mehr mache ich nicht. Flammenwerfer, babam, dann soll er die Karre halt einmal kurz kaputt hauen. Oh, wir könnten hier runtergehen, ne? Hier wäre sogar nochmal richtig safe. Stopp. Bro, fahr zurück! Gib Gas, gib Gas. Charles hängt hier irgendwo. Ich habe den Flammenwerfer jetzt drauf, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich muss noch mal kurz ein bisschen Gesundheit hochdrücken. Oh, das ist sehr gut hier. Junge, was denn? Ich bin safe, du Dreckschwein, ich bin safe! Oh mein Gott! Der hängt hier oben auf dem Roof. Nein. Lass mich in Ruhe, du Dummer. Ey. Ey, nee. Als hätte ich's geahnt, ne? Ey, wir sind bald soweit. Es dauert nicht mehr lange. Ich hab die Upgrades bald. Ja, ist doch gut. Verzieh dich jetzt. Achso, danke für den Schrott, ja. Da hinten ist noch eine Kiste. 25 haben wir. Also ich würde jetzt auf dem Polster von 25 bleiben. Und versuche natürlich auch hoch zu raggen und dann so langsam die Upgrades voll zu machen. Also ich sag euch, wenn wir Waffe auf vielleicht 5 haben und Panzerung auf 10, Junge, dann wird Chuchu Charles schon wegrasiert. Ist das jetzt dein Ernst, Mann? Junge, jetzt geh doch mal. Wir müssen da auf jeden Fall gleich runter. Er ist weg. Ja, doch, Leute. Hier gibt's schon ein bisschen was. Würde ich mal sagen.
Panzerung erhöht. Unten dürften wir noch genug bekommen. Ja, seht ihr? Also, das hier ist ja nun wirklich sehr entspanntes Terrain. Hier können wir uns richtig entspannen. Da können wir uns das richtig gut gehen lassen. Das ist so gefährlich, was wir hier machen. Sobald ich echt zu weit von so einem Haus entfernt bin, der kann mich einfach ins Meer reinschleudern, der Tutu Charles. So, 22 haben wir wieder. Ich muss irgendwie auf 25 hochkommen. 23. Bleib ich mal hier drin. Auch hier sind wir sicher. Hier drin definitiv. Hier drin sowieso. Okay. Ja, was ist die Road? Also, wir haben hier den Leuchtturm. Der ist recht easy. Sehr viel... Was ist... Was... Da ist ein Haus. Metallteil liegt hier. Da liegen auch noch Metallteile. Okay, Leute. Tutu Charles macht jetzt gerade ein bisschen Stress. Dann würde ich sagen, machen wir mal ganz klar... Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette. So. Wie immer, Leute... Gerne für Denome Uncut ein bisschen Welle machen, denn wir werden eventuell auch darüber gehen, wenn wir jetzt noch, also wenn der letzte Versuch, na, würde ich sagen, der letzte Versuch ist das hier und dann überlege ich mal, ob ich vielleicht auf Denome Uncut noch rübergehe und dort streame. Ich kann mir das zumindest vorstellen. Ihr habt ja nochmal Abo-Counter, ne, für Denome Uncut. Ich hoffe, ihr abonniert kurz rein. Also bis gleich. Ich bin sofort wieder da. Yo, was geht denn jetzt ab?
Digga. Okay. So, Digga, kurz 100 Abonnenten. So, andere Leute brauchen dafür ewig. Und ich so, auf ganz schnell oder was? Was ist das denn? Bruder, das ging ja richtig fix. Da ist mal einmal auf Toilette, Leute. Was soll ich sagen? Okay, was läuft? Wo ist Chuchu? So, wir müssen jetzt erstmal überlegen, Freunde. Mein Zug ist im Eimer! Digga, der hat die komplett kaputt gemacht! Ich sag dir, also wirklich, ich hoffe, der hat sich jetzt auch mal satt gegessen hier, der Drecksack, ey. Was ist das da drüben? Oh, das ist hier in dieses Tal reinrennen und diese 8 Papierblätter sammeln. Da sehe ich mich überhaupt nicht, Freunde. Der gönnt auf jeden Fall auch mies viel Schrott, wenn wir die Mission machen. Wir müssen einmal hochfahren, aber wieder zurückfahren. Wir könnten das wahrscheinlich schon machen. Was ist das hier? Was ist das hier für eine Mission? Da müsste ich hinlaufen. Stimmt's? Ah, ich könnte auch zurückfahren. Hallo! Scam, Alter! Dreck-Scam! Bro! Alles klar. Alles klar! Ja, genau! Ey, sag mal, also jetzt, Digga. Ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Wenn er mich jetzt hittet, ne? Ich bin so tot. Ich bin so tot. Das ist echt nicht mehr normal. Ich stehe jetzt auf diesem Tisch hier. Bro, guck dir das mal an. Der Typ, der hat die Matrix studiert, Chat. Ich muss warten. Ich habe halt zu wenig Energie. Ihr sitzt ja unten rechts. Mein Zug ist komplett im Eimer. Wir brauchen Geduld bei dem Spiel. Ohne Geduld werden wir hier nicht weiterkommen. Glaub mir, ich habe Erfahrung mit Tutorials. Junge, jetzt fatz dich mal! Wisst ihr, bei mir baut sich Wut auf. Wirklich aggressive, krasse Wut. Weil der Typ so dreist ist. Wenn ich den auseinandernehme, ne? Ich schreie hier so die Bude voll. Ich schwör's euch. Wenn ich den wieder zurück in die Hölle schick, Alter. Das war's. Dann, ich schwör's dir. Das war's komplett. So, ich fahr jetzt ein Stück zurück. Und jetzt hier rüber. Das ist aber halt echt ein dummer Weg, weil dann muss ich einmal wieder so fahren. Ich könnte dann rein theoretisch hierüber dann da zurückfahren. Das macht keinen Sinn. Ich brauche aber den Stuff. Den 10% Leben. Mehr gehen wir doch nicht. Es sei denn, er zwingt uns zum Kämpfen. Wir sind für einen Kampf fast bereit. Fast. Ich verbrauche keinen Schrott, weil der macht das eh wieder kaputt, das Ding, wenn ich da nicht drin sitze. Wir müssen jetzt nur noch bis da vorne durchkommen. Und ich würde sagen, Panzerung 8 wäre schon mal nicht schlecht. Aber ich brauche halt, wie gesagt, wir brauchen Schrott in petto. Ein bisschen. Ist das Ding so langsam, Mann? Fährt der jetzt schneller? Ich glaube, jetzt fährt er schneller. Ja. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wichtiger Spot hier, Leute. Wichtiger Spot. Wer ist das? Moin. Welcome to Araniram, es geht. Archivist Museum Person.
Bro, was hast denn du für Augen? Hast du zu viel Hardcore-Modus Tutorials gezockt oder was geht? My apologies. I'm not the best. I just so happen to have a little, a very special little box of mine is in a rail. Find the blue. Okay. Wir müssen jetzt in ein Gebiet reinlaufen, wo anscheinend diese Choo-Choo-Charles Handlanger sind. Warte mal, wo ist eigentlich mein Chat hin? Ich sehe euch gar nicht mehr. So. Okay. Das ist also hier unten in der Schlucht. Weiße Farbdose. Ja, die will ich gleich mal sehen. Oh, hör mal auf zu nerven jetzt. Da hinten ist er. Der macht sich das hier richtig bequem. Ja gut, während der hier gerade ist, check ich mal die Map ab, Leute. Wo haben wir noch Stuff? Da vorne liegt was. Da vorne ist ein Haus. Auf dem Weg zum Haus auf jeden Fall noch was. Ja, hier liegt noch ein bisschen Schrott. Boah, wir können Choo-Choo-Charles bald bekämpfen, ne? Bald haben wir's. Bald, habe ich gesagt, nicht jetzt. Oh, bist du mit einem falschen Fuß aufgestanden, Choo-Choo-Charles? Sieht so aus, ne? Heißt du eigentlich Danny Pokémon 23? Denn du weißt, wie lecker wie Döner ist. Ich hab gerade einen und genieße deinen Livestream. Chevron, auch du? Einer, der lange in meiner Community ist. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist, Chevy. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ihr eure Eltern überredet, dass sie für euch ein YouTube-Konto machen, ja. Dass ich euch dann wiedererkennen kann in meiner Community. Und so einer wie Chef zum Beispiel, wenn der ein Döner ist, Bruder, den gönne ich dir von ganzem Herzen. Ist auch noch Schrott. Okay, der Spot hier ist nicht schlecht, Leute. Hier kassieren wir auch richtig viel. Und das Geile ist, wir können unseren Zug drinnen einfach mies upgraden. Auch geil ist, dass der Dulli hier nicht reinkommt. Oh mein Gott, er kommt hier doch rein. Oh Mann, er hat schon wieder meinen Zug angegriffen. Mann, du Drecksack. Verpiss dich hier. Raus. Mach einen Abgang. Das waren mal wieder drei Schrott, die jetzt useless geworden sind, Leute. Ihr merkt, ne? Der regt mich auf, der Typ. Der regt mich einmal auf. Natürlich muss ich da auch mal... Ich muss auch mal meine Emotionen freien Lauf lassen, weil der mich ganz schön ärgert, der Typ. Der ärgert mich richtig, Mann. Wie kann man so dreckig abcampen? Überall, wo man ist. Okay, Mann. Das hat auch mächtig gegönnt. Mächtig gegönnt. Wie viel Schrott? 33. Freunde, Leckerschmecker. Ja, mach mal meinen Zug kaputt. Mach mal, wie du Bock hast. Ich trete den so noch in... Ich trete den so in Arsch. Ich trete den so in Arsch, Peter. Es wird Feierabend für den. Ich werde den später so erledigen, Mann. Ich kann mich nicht mal in meinen Zug reinstellen. Guck dir das an. Sobald ich hier rausgehe, jetzt... Was ist das? Immer niemals auf Karte gucken, wenn man draußen steht. So, ich könnte jetzt hier reinlaufen. Da vorne ist irgendwie was. Okay. Und ich muss jetzt hier in dieses Lager rein. Da sind irgendwie so ein paar Banditen oder so. Man kann hier noch Schrott einsammeln. Hier auf der Brücke ist auch noch was. Okay, sehr ergiebig. Ich muss mal die Lage überprüfen. Ich würde jetzt praktisch die Schiene hier reinlaufen. Habe ich da eine Sicherheit? Ich bin da nicht safe.
Doch es gibt da Häuser, unter denen man sich verstecken kann, so mehr oder weniger. Wie weit ist das? 180 Meter. Das geht. Sollen wir es wagen, Chat? Meint, es lohnt sich? Ich habe ein neues Upgrade noch gekauft. Ich muss Waffe mindestens auf 5 kriegen. Dann sollten wir ihn schaffen. Dann sammeln wir nur noch Schrott eigentlich, um ihn zu bekämpfen. Mach das nicht, es lohnt sich nicht. Diamantenhänder. Bist du sicher? Wir brauchen den Schrott. Muss es tun. Ich muss es tun. Ich habe ja keine andere Wahl. Wer Pussy ist, gewinnt nichts. Ich sag, wie es ist. Wer Pussy ist, der gewinnt eh nichts. Wir müssen das machen. Okay, ich gehe rein. Wir gucken mal. Seht ihr das? Da hinten steht jemand Wache. Hier drin kann er uns nichts. Der Zug kann uns nichts. Da vorne... Ich muss gucken, wie die Wache ungefähr läuft und wie viele da sind. Da hinten ist einer. Ich sehe ihn ganz schlecht. Ich sehe ihn ganz schlecht, Leute. Er läuft hier so lang. Das ist so der Weg bei ihm. Also hier so. Weil wenn die Jungs mich entdecken, schießen sie mich mit einer Shotgun ab und die kommen auch hier rein. Das ist das Problem. Da sind wir dann geliefert. Wir sehen den. Mein Gott. Bro! Dass der die nicht tötet, ne? Das wäre natürlich jetzt top gewesen. Ihr seht's. Ich hab beide Gegner. Charles sieht mich hier drinnen. Völliger Scam. Komplett übertrieben. Keine Ahnung, was das hier soll. Ich check's nicht. Keine Ahnung, was das hier soll. Okay. Sagt mir, Freunde. Sagt mir, wie soll man das schaffen? Wenn ich da jetzt rausgehe und die kommen dann. Choo-Choo Charles bringt die nicht um. Der bringt dann mich um plus Choo-Choo Charles mich. Ja, du hast recht. Genau das will ich hören. Was für ein Camper. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich hoffe halt, dass der geht schon von allein noch weg. Hoffe ich zumindest. Junge, jetzt mach mal einen Abgang, Alter, mit deinem verkackten Zug, Mann. Du stinkst aus dem Mund. Es ist schlimm mit dir. Geh Zähne putzen. Irgendwas. Ich bin so sauer, Chat. Ich bin so sauer. Junge, jetzt geh doch mal. Mann, ey. Ja, blöd gelaufen für dich, wa? Bro! Ey, aber das könnte ein cooles Thumbnail-Bild werden. Oh, Junge, ist der stressig, Mann. Er lässt mich auch einfach nicht in Ruhe! Geh, Junge! Geh und komm nie wieder! Oh mein Gott. Ich war so sauer. Ich habe ihn anscheinend rausgeekelt.
Jetzt gehen wir. Jetzt wiederkommen. Dass der immer, bei mir sein muss. Dass der nicht einmal über die Insel auch geht oder so, ne? Immer bei mir im Umkreis. Das macht's wirklich nicht einfach. Weil wenn ich beide am Hals hab, den Typen und Charles, ich schwör's euch, dann bin ich erledigt. Dann bin ich erledigt, Leute. Sobald ich hier rausgehe. Ich bin drin. Ist er tot? Ich glaube, der wurde getötet. Von Charles. Ich hab die Box. Ich hab die Box, Leute. Das ist gut. Hey, Charles, danke, Brudi. Chuchu ist ein Bot. Ja, Mann, safe. Dedo, hast du schon wieder von neu angefangen? Nein, ich bin jetzt noch in einem ziemlich guten Run. Wie ihr sehen könnt, wir haben die Karte hier schon abgefahren, alle möglichen Missionen gemacht, sind gerade bei der hier, müssen danach dann... Oh, der Tempel hier, das wird nachher das Ende, ne? Ne, müssen danach dann hier lang fahren. Und dann würde ich halt die Mission würde ich wahrscheinlich sogar skippen hier. Ich würde dann wahrscheinlich da lang fahren. Weil wenn wir das Ding hier haben, das ist der Granatwerfer, dann sollte es eigentlich laufen. Also ich will dann gerne den Leuchtturm noch mitnehmen. Und ab dem Leuchtturm oben, ab hier, müssten wir in der Lage sein, Chuchu-Charles regelmäßig zu bekämpfen. Und leider muss der... Ach, Digga. Ach, ehrlich, Mann. Du bist doch echt... Ein roter Chuchu-Zug. Und Leute, wer hat alles noch nicht abonniert von euch? Wer guckt öfter und hat einfach noch kein Abo dagelassen? Ihr wisst, das ist kostenlos, ne? Kostenloses Abo. Wer ist in die WhatsApp-Gruppe beigetreten? Hm? Wer hat's gemacht? Wer ist WhatsApp beigetreten von euch? Ihr findet das im angepinnten Kommentar bei so einer. Was soll ich denn machen jetzt, Leute, während Chuchu Charles hier ist? Da vorne. Die Nummer von WhatsApp. Die Nummer wird WhatsApp nicht angezeigt. Ich auch nicht. Niemand sieht die in der Gruppe. Alles sicher und alles entspannt. Der Typ jetzt tot? Ja, wäre cool. Guck mal, der ist richtig dead. Der Typ ist dead. Okay. Junge, ich hab noch mehr Zeug. Nein! Jetzt rennt mir einer hinterher. Das ist schlecht. Ja, das war's. Bro, ich dachte, der wird umgelegt.
Und er läuft mir immer noch hinterher. Du hast sie nicht mehr alle. Mach den Zug an. Okay, ich gehe hoch. Der läuft hier immer noch. Who's that? Bro! Der steht da, Digga. That's the Ignatic. Es geht los! Wo bist du, du Dreckszug? Komm her, Mann! Jetzt gibt's Stress, Digga! Jetzt gibt's Stress! Was willst du denn? Was willst du denn? Ja, Chucho, lass mich in Ruhe! Geh mir nicht auf den Sack! Ich war fast tot. Digga, hat der reingeschallert. Leck mich fett, ey. Wir haben einen Turn-On hier gezogen. Egal. Wir könnten jetzt einen Rückwärtsgang einlegen. Wahrscheinlich auch nicht, weil der bisschen nach vorne. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist gut. Ich gehe jetzt erstmal auf 100% Zuggesundheit. Und ab da machen wir dann erstmal weiter. Der Flammenwerfer ist wichtig, den drauf zu lassen. Puh, okay. Okay, Leute. Wir haben hier noch die Möglichkeit, ein bisschen Schrott einzusammeln. Das werden wir machen und wir nehmen hier auch die Abkürzung mit. Direkt nach hier oben. Das kommt uns, spielt uns alles in die Karten, Leute. Das ist okay. Boah. Wichtiger Kampf. Ich hoffe natürlich jetzt, dass Chuchu Charles uns nicht erneut angreift. Das wäre schlecht. Aber ich bin guter Dinge. Da vorne ist eine Kiste. Oder? Das ist die Kiste, Leute. Seit wann ist die da? Die war da vorher nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass die Kiste hier vorher nicht war. 3 Schrottteile bekommen. Das war ein sehr harter Kampf. Ein sehr harter Kampf. Aber ihr merkt schon, mein Plan geht langsam auf. Wir kriegen gleich nochmal 10 Schrottteile. Damit sollte es auf jeden Fall einfacher sein, ihn zu besiegen. Warte mal. Ich habe da was gesehen. Noch eine Kiste. Nochmal 4 Teile. Einmal das Bahngleis hinten wieder zumachen. Jo. Okay, 12 Schrott haben wir wieder. Der Damage der Waffen ist jetzt halt natürlich noch nicht so krass. Ich mache jetzt erstmal den Zug lila. Weiß ist, glaube ich... Nee, weiß ist irgendwie so Standard. Denno, wie viel hast du? Was meinst du? Was habe ich? Lasst ein Like da, Leute, wenn ihr glaubt, jetzt haben wir eine Chance. Weil ich bin mir sicher, jetzt kann der Chuchu-Zug auf jeden Fall nicht mehr so easy uns killen. Weil unser Zug jetzt mittlerweile ziemlich stark ist. You must wear hat, you know. Yo. Bitte grüne Farbe. Das ist doch aber eher der fliegende Holländer. Welche Farbe wollt ihr, Chat? Schreibt mal rein, da machen wir gleich eine Abstimmung von den Farben, die am meisten geschrieben worden sind. Ich muss mich halt beeilen, ne? Jetzt gerade. Ich kann jetzt gerade auch nicht so viel auf Chat eingehen, weil wir haben eine ruhige Phase mit Chuchu. Die müssen wir halt nutzen.
rot, lila, 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 schon viel grün, lila, rot, grün, würde ich sagen, ist eher so drinnen. Okay, guckt euch lila an, ich finde es schon nicht schlecht. Was ist das hier für eine Butze? Das ist die Gurkenlady, ne? Ja. Ab nach da oben. Das wird jetzt auf jeden Fall ein dickes Stückchen Weg. Wir müssen erst mal markieren, wo wir Unterschlupf suchen können. Ja, ja, ich mache eine Abstimmung. Ganz entspannt. Gleich, wenn wir im Unterschlupf sind, mache ich eine direkt mal, ne? Muss aufpassen, weil hier jetzt gleich... Der Zug ist so schnell mittlerweile. Muss man richtig aufpassen. Wenn wir uns an so einer Gabelung natürlich vertun, sehr schlecht. So. Weiter geht's. Knappe Kiste, aber hier müssen wir nicht nochmal drehen extra. Haben wir sehr gut hinbekommen. Alright, ab nach oben. Gib Stulle, Junge. Hier gehen wir hin. Wir nehmen erstmal die Mission da oben mit. Die wird die wichtigste. Alles andere ist jetzt Nebensache. Wir wollen die Teile haben, damit wir Chuchu Charles wieder gegenübertreten können. Und natürlich auch mit fetten Upgrades gleich in den Fight gehen. Moment, was ist das hier? Tempelhaus. Moment. Ja, wir fahren weiter. Wir gehen für die Mission. Ich glaube, da liegt sowieso nicht gut, also viel. Es ist wichtiger, dass wir über die Insel kommen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir müssen noch die Eier mitnehmen. Es könnte hart werden, aber möglich. Oha, wir haben genauso viele Likes wie Zuschauer. Krass. Leute, Kuss, Kuss, Kuss. So. Eigentlich ist nur die Early-Phase schwer. Gegen Chuchu Charles. Hier können wir den Raketenwerfer bekommen. Das ist schon mal gut. Der ist jetzt auch nicht so krass, wie ihr denkt. Ne? Der geht auf Stufe 10 geht der richtig ab. Aber ich mache mir damit halt auch selber meinen Zug kaputt. Mit dem Ding muss man halt wirklich gut umkommen. Da muss man wirklich richtig mies reinschallern. Damit das schon was bringt. So. Das ist der bombensichere Bunker. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Auch mit dem Typen mal kurz schnacken. Also hier oben dürfte uns eigentlich sowieso gar nichts passieren. Zweiter Schlüssel ist auf jeden Fall da. Jetzt laufen wir ratzfatz zum Leuchtturm. Ratzfatz. Da ich die Aufgabe schon kenne und weiß, was wir zu tun haben, mache ich die jetzt ganz fix. Noch schnell mit. Ich mache gleich eine Abstimmung, Leute. Ich mache gleich eine Abstimmung. Ganz entspannt, bitte. Ganz entspannt. Das brauchen wir, um den Leuchtturm jetzt anzuschalten. Wir haben... Ey, dass wir Chuchu Charles besiegt haben, hat uns wirklich mega, mega viel Zeit gegeben jetzt. Ihr merkt ja gerade, der chillt hier überhaupt nicht rum. Aber wenn er wiederkommt, dann müssen wir ihn halt machen. Moin.
Ich habe gerade den Turm repariert. Gib mir meine Kohle. Danke. Wie viel haben wir? 67! Das ist gut! Das ist richtig gut! Freunde, let's go! Ja, da sehe ich mich! Brauchen wir wirklich den Raketenwerfer, Chat? Das läuft! Das läuft! Brauchen wir? Ihr sagt ja? Okay. Ja, wenn ihr das sagt, dann würde ich doch sagen, fahren wir mal ein Stückchen und ich mach mal Panzerung auf Max Upgrade! So ein Ding ist das! Tutu, komm! Den Typen, den trete ich so in den Arsch, Mann! Feierabend bei dem! Sag dir, wie es ist! Ich hätte den Raketenwerfer nicht holen sollen. Ja. Was soll ich sagen? Digga, was soll ich euch sagen? Eine falsche Entscheidung. Man muss wirklich nachdenken. Man muss das wirklich geschickt machen. Eine falsche Entscheidung und es ist Feierabend. Digga, so läuft das. So läuft das einfach. Ja, wollen wir weitermachen? Sollen wir es nochmal probieren? Also, ich würde, wenn dann halt auf den Denomi Uncut-Kanal gehen, weil so lange wollte ich jetzt auf diesem Channel nicht streamen. Wollte ich nicht machen. Lasst mich einmal kurz gucken. Och, Mann, ey. Ich mach schon mal das Intro. Ich mach schon mal das Intro. So. Moment. Ich passe das hier schon mal an, Freunde. Weil dann, wir gehen gleich rüber. Ich stream noch weiter. Ich hab noch Bock. Aber dann will ich das jetzt auf meinem Uncut-Kanal machen. Und dann brauche ich jetzt auch gleich ein kurzes Päuschen. Den Stream einmal auf 19 Uhr setzen. Und dass die Leute schon mal eine Benachrichtigung kriegen. Stream ist aufgesetzt. Wir gehen gleich rüber. Ey! Es ist wirklich nicht leicht mit diesem verdammten Zug. Aber genau, also wenn es kein Versteck gibt. Ich musste gerade den Zünder in die Tür reinmachen. Problem war, wenn ich in der Nähe vom Zünder bin, verliere ich Leben. Das war das Problem. Ich hätte ja genügend Ressourcen gehabt, um Chuchu Charles zu fighten. Aber, ach, das ärgert mich so. Ich hätte ihn locker besiegt. Locker. Und dann kriegt er mich, wenn ich einmal zu Fuß bin und irgendwo... Weil das ist genau das, was ich meine. Ah, ich muss meine Strategie im Laufe des Spiels vielleicht nochmal anpassen. Aber wir hatten so viel Glück gerade und mussten so lange warten. Wir waren echt sehr nah. Safe. Wir waren wirklich richtig nah. Wir gehen gleich rüber bei Zoe. Ich guck schon mal, warte, dass ich hier einmal, genau, ich mach schon mal die Weiterleitung, weil wir gehen nach dem Stream nämlich direkt zum Denomi Uncut rüber und da machen wir gleich den nächsten Versuch. Einmal ganz kurz gucken.
So. Ich mach Link oben rein. Da spielen wir gleich weiter. Heute wird reingezockt. Heute wird durchgesuchtet, Leute. Ich habe heute auf dem Uncut heute leider kein Video parat. Deswegen möchte ich mit dem Livestream gleich rübergehen. Tut mir schon mal den Gefallen, Freunde, und lasst einen fetten Like auf diesen Stream da. Da würde ich mich natürlich jetzt sehr, sehr freuen. Ansonsten, wir fangen, denke ich mal, ich mache gleich kurz 5 bis 10 Minuten Pause und dann gehen wir direkt rein. Sind wir gleich auf dem anderen Channel. Roblox spiele ich am Montag wieder. Wir machen Montag Short Horror Stories in Roblox. Good on you! Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Ja, also, mal ganz kurz. Wir haben echt viele Aufgaben gemacht. Die Gurkenlady haben wir geschafft. Wir haben echt alle Aufgaben hier abgeschlossen. Und hier gibt es ja auch schon gar nicht mehr so viel. Die ganzen optionalen Quests, ne? Was ist denn hier eigentlich? Ah, das ist dieser Kletterparcours. Stimmt. Stimmt. Den könnte man halt später nochmal mitnehmen, wenn man auf dem Weg ist zum Bosskampf, ne? Ich glaube halt schon, dass wir Tutu-Charles easy machen könnten. Ja, mit guten Horrorspielen und so könnt ihr gerne als Vorschläge kommen, aber ja, ich nehme jetzt gerade keine an. Ich habe mein festes Konzept. Wir werden auf Roblox sowieso nur Tower Defense zocken. Meistens. Ich denke mal eher weniger auch mit ID da irgendwie so groß. Wir machen jetzt noch einen Versuch auf dem anderen Channel. Meine Freunde, kommt gleich rüber. Es geht weiter auf dem Kanal Denomi Uncut. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich zeige euch kurz. Einfach hier eingeben, Denomi Uncut. Na, und da seht ihr es schon. Müsste er... Der ist doch nicht mal angezeigt. Was ist das denn? Hier, da ist er. Das ist der Link hier im Chat. Könnt ihr schon mal reingehen. Und da machen wir direkt mal die Umfrage, Freunde. Welche Farbe soll der Zug haben? Dann könnt ihr es da nämlich gleich bestimmen. Grün, lila oder rot. Diese Farben wurden ganz oft genannt. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir sehen uns drüben auf dem anderen Kanal. Ne, Leute, denkt dran, fetten Daumen nach oben da lassen zum Pushen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr rüberkommt, abonniert und bis zum Ende des Streams dranbleibt. Kuss, 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 bis gleich. Ich mache schnell 5 Minuten Pause. Bis gleich, meine Freunde. Und rüber!